Ja, morgen, meine Angelbuddies. So, willkommen auf den Fangsekanal. Jetzt geht's los. Jetzt schauen wir mal. Heute geht's ein bisschen auf Schleien und Karpfen. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Ich erkläre euch so ein bisschen, wie ich vorgehe. Jetzt meine kleine Futtermischung werde ich noch zu Ende bringen. Mit meinem Hanföl und noch ein anderes Öl mache ich da rein. Und dann nehme ich euch ein bisschen mit und wir schauen mal. Boah, ein bisschen Schlepperei gewesen jetzt gerade. So, wir sind hier in Holland, am wunderschönen Vereinssee. Und da stelle ich jetzt mal eben den Platz vor, wie ich vorgehe. Und ja, was ich heute so versuche. Also, wisst ihr Bescheid, dranbleiben. Dann stelle ich mal so ein bisschen meinen Platz vor. Hier, wenn ich mal einen richtig schönen Fisch fangen sollte. Damit es vorwärts geht. So, natürlich hier meine Black Thorn Fische auf meinem Stühlchen. Das ist ganz klar. Ich fische heute mit zwei Ruten. Einmal mit der Black Thorn, die hier. 3 Meter. 5000er Avanto Rute drauf, Rolle drauf. Dann fische ich die Identity. Eine 6000er Avanto Rolle drauf. So, dann haben wir hier Rosenfelder. Unter diesem Baum, da haben wir ein Rosenfeld und dort haben wir ein Rosenfeld. Ich werde jetzt versuchen, direkt unterm Rosenfeld zu fischen. Natürlich Method und ja, mal schauen, was passiert. Ich habe jetzt gerade schon mal ein paar kleine Boilies geschossen, ein paar Pellets geschossen. Mache ich immer, bevor ich anfange, damit ich ja, die Fische schon mal so ein bisschen am Platz kriege. Ich habe gesehen, da hat sich auch gerade schon ein bisschen was gerollt. Heute wird extrem warm, deswegen habe ich auch meinen Sonnenschutz angezogen, weil heute so richtig ja, weit über 30 Grad wäre. Ist für hier natürlich nicht ganz so gut. Aber wir wollen keine Ausrede und wir schauen mal. So, jetzt baue ich meine Ruten auf. Und, also was heißt aufbauen? Ich werde jetzt Vorfach alles fertig machen, binden. Und dann schauen wir mal. Jetzt muss ich das Futter komplett fertig machen und dann nehme ich euch noch eben mit. So, meine Lieben, jetzt haben wir soweit alles fertig. Boah, das wird jetzt schon richtig heiß. Aber ich habe hier einen feinen Zwirn an, weil ich nicht verbrenne. Okay, pass auf, ihr habt ja Mittwoch mitgekriegt, dass ich meine Pellets einen Tag vorher im Wasser einlege. Ne? Jetzt testen wir die mal eben. Und wenn ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr am Mittwoch nochmal den Mittagstisch sehen, dann seht ihr das. So, ja, die Pellets sind genau wie immer. Richtig Bombe, die kommen jetzt hier rein. So, die Hälfte geht wieder schön daneben. Und da haben die Vögel auch was davon. So, jetzt ziehe ich mir die noch ein bisschen auseinander. Ah, top. Guckt euch die Pellets an. Das sind richtig Pellets vom Feinsten. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Mal gucken. So, hier einmal das. So. Das und mein Hanföl. So, jetzt gibt ihr das Hanföl dran. Schön Hanföl dran. Jetzt, da das Wasser extrem trüb ist heute, gehe ich noch ein bisschen hin, nämlich Dickemittel. Dickemittel von Naturebait. Die packe ich auch dran. Weil das ist nochmal ein richtig extremer Geruch. So, den brauchen wir heute nicht, okay. Jetzt haben wir alles ziemlich gut dran. Jetzt schön vermischen. So, und jetzt werden die Pellets schön isoliert. Von den Ölen. So. Ja. Nachher, wenn die noch ein bisschen in der Sonne stehen, dann gehen die wieder ein bisschen auf. Aber so sind die schon, wirklich top. So, und jetzt dann gehe ich noch hin und mache ein bisschen Farbe dran. Aus dem Grund, durch die Öle, bekomme ich eine ölige Wolke. Und da möchte ich noch ein bisschen Farbe reinbringen. Und das machen wir dann. So. Lebensmittelfarbe von Samatau. Ein ganz klein bisschen dran. Dann war bestimmt wieder zu viel, dass ich wieder den ganzen Tag grüne Fingerchen kriege. Aber das ist nicht schlimm. So. Das war es eigentlich schon. Die lassen wir jetzt ein bisschen stehen und dann werden die schon top werden.
So, ja, herrlich. Ja, ich sehe schon, die Farbe kommt schon durch, seht ihr? Weil ich gerade die Hände ein bisschen feucht gemacht habe, beziehungsweise gewaschen hatte. So, jetzt also bombig. Oh ja, guckt ja hier. Aber glaubt mir, da wollen die Schlangen. Da haben die richtig Bock drauf. So, okay, ihr wisst Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und schön, jetzt bauen wir die Ruten schnell zusammen und dann kommt der erste Wurf. Ich bin gespannt. So, meine Angelbuddies, guck mal, ich sehe aus wie ein Mainzelmännchen. Aber egal, das ist so heiß heute. So, jetzt bauen wir mal die Ruten zusammen. Schauen wir mal. Erste Black Tor. Die werfe ich schön auf dem rechten Rosenfeld. Bei der Hitze, was geht, ich sehe schon, teilweise kommen die Fische hoch. Ach, das ist natürlich beim Method-Angeln nicht ganz so gut, wenn die oben sind. Aber wir schauen mal. Ja, die sind oben. Egal. Dann kriegen wir sie auch wieder runter. Irgendeinen Fisch werden wir heute schon fangen. Hier fische ich bei der Black Tall habe ich den 25er Hauptschnur drauf und bei der Identity habe ich eine 28er drauf und dann einfach gucken, das wird schon, das reicht schon. So, ich angle heute mit einem Pelletkorb. Fische ich beim Method eigentlich, boah, man kann sagen 80%. Ab und zu mache ich nochmal mit Staubfutter, aber eigentlich fast immer Pellet. Im Sommer eigentlich immer. Im Winter, na gut, da mache ich schon mal mit dem Staubfutter und dann nehme ich auch einen Flatkorb. So, alles klappt. Rein. So, jetzt kommt drauf an, ob ich die andere Brille anziehen muss oder nicht. Oh, okay. Jetzt wird schwierig. Hey, direkt drinne. Soll noch mal einer sagen, ist sehr schlecht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder hier durch. Jetzt anfeuchten und wirklich langsam Schritt für Schritt zusammenziehen, aber wirklich langsam. Am besten mit den Fingern noch so ein bisschen nachschieben, damit die Schnur wirklich keinen Schaden kriegt. So. Seht ihr, das geht ruckzuck. Schön stramm ziehen. Abschneiden den Rest, dann packe ich mir immer hier in die Box rein. So. Okay, dann dürfte die erste Rute jetzt gleich fertig sein. Wartet mal eben. Hier gehe ich hin. Hier sind große Karpfen drin. GoPro ist einfach ausgegangen. Habe ich es einfach wieder angemacht. Macht nichts, ist nicht schlimm. So, hier nehme ich mal größere Haken. Das ist ein 10er, ein 22er Vorfach. Boah, damit kriegst du schon einige Karpfen raus. So. Tack. Das sollte schon mal klappen. So. Der ist in den Pinukel drin, dann ziehe ich den jetzt rein. Zack. So, erste Rute ist fertig. Werfe ich aber noch nicht raus, dann mache ich die zweite Rute fertig. Und dann schon. So. Okay, dranbleiben.
Jetzt mache ich die zweite Route fertig. Ihr müsst ja nicht beide Routen angucken. Okay, dranbleiben. Alles klar. So, ich habe die beiden Routen jetzt drin. Und hier auf diese habe ich schon so eine leichte Aktion. Also auf jeden Fall ist Fisch da. Da muss ich jetzt mal schauen. Aber beim Method ist da kein Problem. Auch wenn ich jetzt, ich habe hier einen Routenhalter, die Routen wippen jetzt ein bisschen. Aber das empfinde ich persönlich jetzt nicht für schlimm, weil ich Method angel und ich sowieso so lange warte, bis halt der Biss wirklich absolut krumm geht. Ich hätte jetzt auch einen anderen Routenhalter nehmen können, wo ich so Stangen drunter habe, dann ist das ganz stramm. Aber ja, das ist jetzt nicht für mich nicht ganz so schlimm. Und den Fisch stört das auch nicht und von daher ist alles gut. Ich habe die Routen ziemlich auf Spannung bei Method. Ist immer ganz wichtig, weil wenn der Fisch den Korb anhebt, dann setzt die Spitze sich gerade und der Haken sitzt schneller drin. Also ich dürfte den hier ruhig nochmal, ich drehe den nochmal ein bisschen an. So. Und hier oben auch nochmal ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Okay, wir warten jetzt mal. Da, die oben, die verrutscht immer. Seht ihr, jetzt ist die Spitze wieder gerade. Jetzt muss ich die wieder ein bisschen krumm setzen. Ja, das ist da ein bisschen schwierig. Das ist aber, weil ich direkt auf eine Kante fische. Also direkt auf eine Kante fische ich. Und wenn ich den Korb anziehe, bei der rechten Route, dann rutscht er ein bisschen runter. Da habt ihr gesehen. Und tack, Biss. Fisch on. So, erster Fisch ist drin. So, die Route tun wir mal rüber. Ja, wie lange fischen wir jetzt? Ja, 3 Minuten. So, jetzt gucken wir mal, was wir da haben. Jetzt wird natürlich alles ein bisschen schwierig hier, weil ich jetzt noch gar nicht darauf eingestellt war. Schauen wir mal. Aber ich denke mal, das soll gehen, weil die Kamera steht eigentlich noch ein bisschen verkehrt. Aber wir schauen mal. Da werden wir wohl schon alles hinkriegen. Route spielt Bombe mit. Wenn wir Glück haben, haben wir schon gleich die erste Schleie drin. Ui, was war das denn? Falls das eine Schleie ist. Ui, habe ich euch einen gegeben? Muss ich machen, so. Nachher muss ich die Kamera mal ein bisschen anders hinstellen. Was haben wir hier? Brassen? Jawohl. Ich und meine Brassen. Leute. Okay, der erste Fisch ist drin. Was soll ich sagen? Der erste Fisch im Brassen. Okay, ich verseuche ihn und zeige ihn dann euch. Oh. So, ihr Liebe. Also, ihr Lieben. Der erste Fisch ist drin. Und was soll ich sagen? Was ist es mal wieder? Ein Braxen. Ein Brassen. Aber trotzdem zeige ich euch. Das ist ein Schicker. Hier sind die Brassen auch ganz schön. Von daher, schön über die Matte. Okay, da habt ihr. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Jetzt geben wir Gas. Ah, doch, der ist noch dran. Oder? Aber wenn er noch mal klein ist. Doch, der ist echt was dran. Aber jetzt haben wir ein kleines. Heute ist Brassentag hier, oder was? So, da wir in Holland sind, schnell wieder zurück damit. Und tschüss, mein Bester. Komm, gib Gas. Tschüss. Oh. So, jetzt haben wir einen schönen dran. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser.
Ich hoffe mal, dass da kein Brassen ist. Die Rute schön nach unten halten. Kamera steht bestimmt doof. Oh, ist bestimmt wieder ein Brassen. Ja, wieder ein Brassen. Was ist denn los? Ich habe ja noch nie so viel Brassen gefangen. Brassentag heute. So. Da muss ich ja erstmal versorgen. Was soll ich sagen? Schon wieder am Brassen. Ich glaube es nicht. Okay, dann zeige ich euch aber nicht jetzt auch nochmal, oder? Den versorge ich jetzt dann sehr ausreichend weiter. So, schauen wir mal eben. Gucken, was wir jetzt haben. Aber bei meinem Glück wieder Brassen. Aber fühlt sich. Na, ich. So. Schauen wir mal. Ja, haben wir die Brassen wieder am Start? Oder haben wir jetzt endlich mal unsere Schleie? Oh, fühlt sich schon wieder an. Ja, muss aufpassen, ich will den Kraut rein. Ja, das machen oftmals die Schleien. Aber es sind Brassen. So wie ich sag, Brassen, Brassen, Brassen. Ey, was ist denn hier los, ey? Sind nur Brassen drin heute. Guck mal, der legt sich schon direkt hin, der ist schon direkt müde. Und ob drin ist er. Ja, heute ist wohl Brassentag. So. Die Brassen wollen mich heute. So, dann tun wir gleich schnell wieder rein. Besser ist. Macht doch einen krummen Eindruck. Na komm, Schätzchen. Kannst du auch wieder abhauen. So, tschüss. So, ah, Leute, jetzt haben wir einen dran. Ja, mal gucken, ob alles gut geht. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ah, der will im Kraut rein. Das darf ich jetzt nicht zulassen, weil das ist im Prinzip, dann kriegst du den nicht raus. Wenn der hier im Schilf reinballert, dann ist vorbei. Deswegen muss ich den hier so schnell wie möglich hochholen, damit er sich auspowert. Das ist hier schon ziemlich wichtig. Leute, läuft! Da ist ein Karpfen, auf jeden Fall. Das ist definitiv kein Brassen. Wenn das ein Brassen ist, dann ist das auch geil. So. Ich fische immer mit Rücklauf, das wisst ihr. Um besser reagieren zu können. Ja, ich denke mal, das ist ein Spiegelkarpfen. So. Ah, oh, da brauche ich so meine Zeit für. Der ist jetzt nicht in 2 Minuten ausgedrillt. Na, schauen wir mal.
Aber immer schön gegenhalten, dann will er immer wieder weg. Solange der in der Mitte bleibt, gebe ich ihm die Zeit, damit er ein bisschen müde wird. Außer wenn er jetzt nach links und rechts geht, dann muss ich gegenhalten. So. Also mal gucken, dass er nicht in der anderen Schnur gleich hier drin hängt. Hol ich mal ein bisschen ran hier, damit die mal ein bisschen Spannung haben. Ja, ist ein schöner Spiegler. Jetzt müsst ihr den wirklich mal so ein bisschen hoch, runter, damit der ein bisschen mitarbeitet. Müssen nur gucken, ob wir den auch schön in den Kescher reinkriegen. So, richtig mit viel Geduld. Der ist vorne nur an der Lippe gehakt. Lassen wir uns schön Zeit. So, Leute. Petri, drin ist er. So, den lassen wir jetzt ein bisschen entspannen. Und dann zeige ich den euch gleich. Okay, dranbleiben. Bis gleich an der Matte. So, meine Angelfreunde. Jetzt habe ich einen kleinen erwischt. Warte. Kleinen Wilden, da ist er. Ein kleinen Spiegler. Aber schöner, oder? Wilden. Wilden, fruchtigen. Aber haben wir wieder einen erwischt. Tolles Tier, oder? Ui. Der steht auch. Uiuiui. Okay. Schauen wir jetzt mal. Der geht links, aber schon wieder ein Karpfen, oder? Aber jetzt wieder ein Brassen. Rechts Brassen, links Karpfen. So, schauen wir mal. Ach, der geht so gut mit. Da ist bestimmt ein Brassen. Ja, schauen wir mal. Und was sage ich, ein Brassen? Auf was für Brassen, ey? Riesen Brassen haben die hier. So. So, schauen wir uns mal eben an. Warte mal eben. So. So, wenn du hier reiner Karpfenangler bist und keinen Bock hast auf die Brassen, dann hast du aber was zu kurbeln. So, ich zeige euch den eben hier. Schön über dem Netz halten. Da sind mal Brassen, oder? Alles klar. Hier, die rechte. Guckt, guckt mal, jetzt kommt der Biss. Seht ihr? Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Das sieht so. So, jetzt kommt die, jetzt übernimmt die und wartet. Und ja, gucken. Ja, haben wir dran. Hey, mal wieder ein bisschen was Schöneres. Rücklauf anmachen. Machen wir wieder einen schönen Brassen. Oh, ich werde verrückt. Ja, der geht nicht links, geht nicht rechts. Dort dürfte schon bald ein Brassen sein. Oh, habe ich ein Bäuerchen gemacht? Entschuldigung. Ein bisschen puckelt er, aber bei meinem Glück ist er wieder Brassen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Brassen hier stehe. Ich
hier noch nie so stehen gehabt. Das war ein dicke Mittel, was ich damit reingetan habe, in das Liquid. Oh, das ist ein Brassen. Wieder so einen dicken Brassen noch. Oder? Was soll es sonst sein, wa? Ja, mein Gott. Das sind aber Brassen hier. Oh. Und wieder einen dicken, den muss ich eben versorgen. Also, ah, den Brasen kann man schon zeigen. Mal gucken. Oh, schöner dicker Lümmel. Die sind schon wieder so trocken. Jetzt werden schon wieder im Laich kommen. Kann ja nicht, oder? Das war ein Brasen. Okay, alles klar. Hab dann gesehen. Peace geht raus. Dranbleiben. So, Leute. Ich habe nicht geschafft, die Kamera wegzusetzen. Deswegen seht ihr mich jetzt von hinten. Ich hoffe mal, das geht. Ich habe immer noch den anderen Fisch hier drin. Warte, den muss ich gleich erstmal raustun. Weil hier haben wir wieder einen Karpfen. Also die Karpfen, die sitzen links. Und die Brassen jetzt rechts. Ja, auch verrückt, ne? Jetzt muss ich noch gucken, dass ich ein bisschen hier rankriege. Mein Gott. Ach, der Günni wieder, oder? Leute, der macht das sich selbst schwer. Ey. Der fängt ja wieder ein Latschen nach dem anderen. Egal, was das ist. Brassen, ach, Karpfen. Außer die Schleien, die fehlen mir noch. Ich muss mal eben den... muss mal eben den Brassen hier freilassen. So, komm, mein Freund. Jetzt geh. So. Okay. Der Brassen ist schon mal weg. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt rauskriegen hier. Ja, der macht schon mal ein bisschen Zampanus, ne? Das ist einfach so. Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß nicht, ob die Kamera gut steht. Keine Ahnung, Leute. So, mal ein bisschen runterhalten. Boah, der tut sich aber echt schwer. Den kann man kaum. Ja, der ist schon schöner, ne? Schon gesehen. Der macht da gleich ein bisschen Zampanus. Der lässt sich ja gar nicht beeindrucken, aber ich muss den da hinten ein bisschen weghalten. Sonst der geht mir direkt in die Rosen wieder rein. Ja, ob ich den rauskriege, weil das werden wir sehen. Weil der macht nämlich wirklich, der macht, was er will. Das ist einfach so. So, Leute. Das ist Method Feeder. Geil, oder? Wenn ihr da mal richtig Bock drauf habt, müsst ihr mal mit mir zusammen gehen. Lade ich euch mal ein. So, guckt mal. Ah, der ist schon oben. Ui, der ist ein schöner. Ich muss ihn ein bisschen... Ich versuche den jetzt in der Mitte zu halten, ein bisschen müde zu machen, damit er nachher, wenn ich mir den ranhole, damit der nicht auf die Idee kommt. Oh, der geht da hinten wieder hin, okay. Der muss schwitzen wie eine Tanzameise. Ah, der ging auf den Dynamite Boilie. Wave da. Der ging da drauf, der ganz kleine. Ich glaube, 8 mm oder so hat der. Ah, so jetzt kann man so. Ui. Ah ja, sehen tue ich ihn schon. Aber der haut immer wieder ab. Und den konnte ich auch wieder anständig aus dem Clip rausholen. Läuft die Kamera noch? Oh, ich hoffe, ne? Oh, da muss schwitzen wie ein Bär.
Das wird ein Stundenfilm allein. Der Drill dauert eine Dreiviertelstunde oder was. Jetzt haben wir ein bisschen gegenhalten, weil der geht jetzt rechts ab. Da darf er nicht hin. Weil da habe ich keinen Bock, dass er im Schilf reingeht. Und da ich einen Abriss riskiere, dann riskiere ich lieber hier vorne einen Ausschlitzer. So. Ja. Ui, das ist ein schöner. Das ist wieder ein Spiegler. Ah, der will noch nicht. Der will noch nicht. Der geht nochmal weg. Aber immer schön gegenhalten. Und immer dran denken, wir angeln hier ohne Widerhaken. Das ist immer ganz wichtig. Oh, komm jetzt. Mein Gott, das tut sich aber auch schwer. Oh, schon mal den Kescher hier hinholen. Ah, oh, da ist ein schöner. Da ist ein schöner. Aber wäre toll, wenn wir den rauskriegen. Aber. Weil den jetzt unten um den Grund zu halten, da musst du auch aufpassen. Weil wenn der auf dem Grund ist, dann geht er auch schon mal gerne links und rechts. Na, da war nicht hin. Hoffentlich kriege ich den überhaupt im Kescher rein. Naja. Wenn die Hälfte reingeht, ist gut. Dann mache ich das schon. Leute! Karpfen-Method. Gib mir noch was Geileres. So, mein Bester. Das wäre jetzt schön, wenn du jetzt mal ein bisschen mitspielst. Ja, nicht mehr abhauen jetzt. Jetzt halt mal ein bisschen gegen. Ah, zu viel darf ich auch nicht. So. Ach, Leute. Seht ihr, den drill ich auch nicht im Sitzen. Wo immer manche meckern, ja, wo ich kann nicht mehr. Oh, ab ist er. Das ist schade. Das ist schade. Der ist ausgeschlitzt. Da musste ich echt. Also, ärgert mich ja nicht so schnell, aber. So, meine Lieben, oh, das war vorhin verrückt. Das war ein richtig, ja, das war schon ein guter Karpfen. Ich denke mal, der hat so, ja, zwischen 20 bis 30 Pfund gehabt. Und ich habe ihn schon gesehen, ich habe ihn kurz vorm Kescher gehabt. Ah, das hätte sowieso kommen, auch im Kescher reingepasst, aber ja, das hätte ich schon hingekriegt. Aber schade, direkt von vorne an abgeschlitzt, direkt hier vorne. Oh, Katastrophe. Naja, aber dann hier mal Biss. So. Mal schauen, was wir jetzt haben. So wie ich mich kenne, Brassen. Na, ja. Gucken wir mal. Ja, fühlt sich echt schon wieder wie ein Brassen an. Heute ist ein Brassentag. Kann man gut ranleiern, kann man schön ranziehen. So, kurz. Ja, ja. Das ist ein dicker Lümmel. Mit der Schleien wird heute nichts. Aber ich weiß, wo dran liegt. Ich habe nicht genug Hanföl gehabt. Aber habe ich glaube schon mal gesagt. Ne? Aber Brasse sind auch okay. Komm mal hier, mein Schätzchen. Zack, drinne bist du. Zack, zack. So. Gucken wir mal hin.
Ja, Mann. Schönes Tier, oder? Eben. Ja, der Tag geht langsam zu Ende. Werden langsam müde. Warte mal, der geht nochmal rein. Vielleicht haben wir nochmal Glück, aber. Wartet eben, ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Da war echt ein verrückter Tag. Die Fische, die haben gut mitgemacht. War wirklich nicht schlecht. Eins ist das Blöde, was heute wirklich passiert ist bei mir. Ich habe mein Hanföl zu Hause vergessen. Ich habe noch ein bisschen gehabt in so einer kleinen Dose, aber da war nicht genug. Das habe ich echt gemerkt. Das hat für die Schleien nicht gereicht. Jetzt habe ich ja wirklich ein ganz klein bisschen Hanföl und dann habe ich noch ein Liquid gehabt, ein dicke Mittel von NatureBait und das hat mir extrem die Brassen rangezogen. Aber auch die dicken Karpfen, muss ich dabei sagen. Ein Karpfen konnte ich landen, ja, der war mittlerer und zwei schöne, dicke, ja, die waren eigentlich echt, da waren schon ein paar gute bei. Ich denke mal so, über 30 Pfund werden die gehabt haben. Ja, die habe ich leider verloren. Die sind ausgeschlitzt und zwar, weil ich die wirklich vom Schilf her weghalten muss, weil einer ist direkt nachher im Schilf rein, den habe ich nicht gekriegt, der andere wollte auch, dann wollte ich ihn ausbremsen. Mit dem Schilf hier ist schon irgendwie nicht so gut. Und ich habe keine Lust, mit richtig schweres Karpfengerät zu angeln und die Fische extrem, schon wieder Biss, schon wieder ein Skimmer, und die Fische dann wirklich extrem vom Kraut wegzuhalten und den ganzen Maul kaputt zu reißen. So, dann dicke Haken drauf machen, damit man die wirklich vom Schilf wegkriegt. Nur damit ich die mit Gewalt rauskriege. Das mache ich nicht. Da habe ich auch keine Lust drauf. Ich fische wirklich mit ganz feines Zeug, mit einem Zehnerhaken. Und wenn du da wirklich zu sehr gegenhalten muss oder wie auch immer, damit die nicht im Schilf reingehen, dann schlitzen die aus. Und dann ist wirklich so minimal beim Zehnerhaken oder Zwölferhaken, dass du den Tieren keine Verletzung zufügst. So, wenn du da mit so einem großen Eisen rangehst und ich will das einfach nicht. Naja, deswegen haben wir heute zwei Stück verloren. Habe heute wieder jede Menge Brassen gefangen, so wie das wohl scheinbar bei mir sein muss. Schleien sind komplett ausgeblieben, weil nicht genug Hanföl am Futter dran war. Also mein Hanföl. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass das doch so extrem ist. Weil hier fange ich mit Hanföl eigentlich immer Schleien. Naja, war trotzdem ein sehr schöner Angeltag. Hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß an dem Video und euch gefällt hat. Wenn es euch wirklich gefällt, mach mal hier so ein Gefällt mir und ich wollte gerade sagen, mach mal Plus weg. Ich bin gar nicht bei TikTok, wir sind bei YouTube, da müsst ihr abonnieren. Ja, was soll ich denn machen? Mal gucken, wo nächste Woche drauf geht. Ich weiß es noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt nächste Woche. Ob was wir da fischen sollen. Und wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Und schon wieder. In die Kommentare reinschreiben. Ich muss ja, kennt er ja von mir, ne? Ich muss ja ab und zu mal ein bisschen gucken, reinschreiben und dann machen wir mittwochs wieder 13 Uhr Mittagstisch, Tipps und Tricks mit Günni und dann werde ich die Fragen alle schön beantworten und mache da wieder Videos raus. Okay, wisst ihr Bescheid. Also, gefällt mir drücken, Abo machen und immer schön lieb sein. So, meine Angelball ist, was soll ich sagen? Da ist irgendwas Dickes noch dran gekommen. Mal gucken, ob ich das rauskriege. Oh. Ist auf jeden Fall kein Brassen. Dann ist der Einpackfisch. Jetzt Kamera. Was soll ich jetzt machen? Ne? Die Kameraführung ist jetzt nicht gerade die beste. Aber egal. Ui, komm hier, Schätzchen. Oh, da ist jetzt in die andere Schnur drin, ne? Befürchte ich. Mal gucken, von unten rauskriegen.
Okay, ihr Lieben, bleibt dran. Den noch voll abhacken, Matthias. Alles klar. Bis nachher. Meine Lieben, haben noch einen schönen Einpackfisch erwischt. Aber ein wildes, ein ganz wilder. Doch. Mein Gott, der übertreibt das total. So. So, mal gucken. So. Da haben wir ihn. Den Einpackfisch. Okay, meine Freunde. Das war's für heute. Alles klar. Ciao.